da gibt es ja keine Mensch. Da oben. Da oben. Ey. Siehst du, sag ich doch Kroatien. Wie sieht das aus? Kroatien, oder? Ja, denn Mittel wenigstens. Lass doch mal den Finger rein. Mal sehen, ob es weich ist oder fest. Dann komm mit mir durch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir testen jetzt immer noch dieses wunderschöne Geschenk für Männer von Boxyland. Ja, heute ist das Carlo Watschko Bier dran. Das hier. Vielleicht kannst du ja noch aussprechen. Das gibt es in so einer Überraschungsbox für Männer von Boxyland. Mit diesem kleinen Büchlein hier, Bier-Tasting. Genau, und da und ein bisschen Werbematerial bei. Die Deckelfetzen. Also ich finde die... Ah, guck mal. Verkostungsbogen. Und genau. Da steht das Bier drinne. Da kann man auch gleich mal, entweder liest man sich das hier aus oder man guckt sich das hier an. Land ist Kroatien. Brauerei Heineken, Ratska, Karlova. 5 bis 6 Grad Trinktemperatur ist ein Pilz. Zutaten Wasser, Mais, Gersten, Malz und Topfen. 5,4%? Kann man mehr. Hier steht 5,0%. Wahrscheinlich ein kleiner Rechtschreibfehler. Weitere Biere der Brauerei Chungo und Radler Limun. Ideal dazu sind Risotto und Seefisch, steht hier. Und da werden wir dann gleich mal den Verkostungsbogen ausfüllen. Hat das ja hier nicht mit Amateure zu tun, ne? Angehende Profis. Ja, mach auf hier. Aufmachen tut es man natürlich mit der KKP1. Genau, der KKP1. Also diesen, das hört sich schon mal sehr gut. Mal die meckern, jetzt guck dir gleich den Schaum an. Ja, das, ich guck ja die ganze Zeit. Das ist harter Schaum. Naja, zumindest härter als vorhin. Ja, ich finde den Mittel. Der geht doch ziemlich schnell weg, also ich finde den auch relativ weich. Oder? Ja, denn Mittel wenigstens. Lass doch mal den Finger rein. Mal sehen, ob es weich ist oder fest. Dann komm mit mir durch. Oh. So, jetzt mal Geruch, wa? Ja, also der Geruch ist ganz schön würzig. Also, ach nee, stimmt, der Geruch steht ja nicht würzig. Schaum hat man jetzt schon mal Mittel. Ja. Klarheit. Schaum ja. Und klar. Aber leicht, aber ja, die Farbe ist leicht dunkler. Ja, genau. Da. Der Geruch ist natürlich recht schwach oder stark? Ich finde ihn stark. Naja. Also wirklich, das riecht wie ein Bockbier. bald ans Schwarzbier rankommt. Also sehr malzig. Richtig malzig. Achso, kommen wir zum Antrunken. Leicht oder schwer? Leicht. Dann geht auch. Sehr süß oder sehr herb? Sehr süß. Ja. Ja, das ist so süß herb. Das hat 5,0, ja. Ja. Schmeckt stärker, wa? Ja. Würze? Ja, sehr würzig. Mild oder würzig? Also ich finde schon würzig. Also ich finde schon. Komm, warte mal, hast du, oder? Da geht noch was an Würze. Auf jeden Fall ist das Würz ja wie Hasselbruder, finde ich. Naja, aber... Ach ja, so. So sieht das aus. Und jetzt Gesamtbewertung. Das ist so ein Biergeschmack, das ist nicht so meins. Ich trinke das mal, das ist noch in Ordnung, aber für mich ist es zu sehr ans Malzige. Wenn ich das nur das wäre, was ich kriegen würde, würde ich es trinken, wäre es ja okay. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so versessen darauf, also... Nee, ich auch nicht. Also. Ist in Ordnung. Also es ist jetzt nicht, schmeckt jetzt nicht schlecht. Ist jetzt aber auch nicht mein Favorit und würde ich mir jetzt auch nicht irgendwo im Laden holen. Also ich trinke das aus, bevor ich das wegkippe jetzt. Aber ich würde es mir auch nicht weiter nochmal kaufen wollen. Ach, du trinkst das aus, bevor du das wegkippst? Ja. Jeden Dittel. Bevor ich das jetzt lieber wegkippe. Ach so. Dann kippe ich das halt aus. Ja. Also zum Wegkippen ist es zu schade. Genau. Also Wegkippfaktor ist 0, also das ist zu schade, ja. Der Wegkippfaktor. Naja, der müsste eigentlich noch hier drin sein. Echt, ey. Stimmt. Naja, damit man vernünftig bewerten kann. Ja, ich würde sagen, es ist also Durchschnitt. Also 6 Sterne gibt's. Durchschnitt? Ich würde... Oder also das davor hatten wir 4 Sterne gegeben. Na gut, dann müsste das eigentlich eher 2 Sterne geben. Das ist ein Tigerbier. Ja. Das hatten wir davor getestet und hat 4 Sterne bekommen. Aber ich finde das jetzt nicht absolut schlecht. Also das gibt 2 Sterne.
Mehr würde ich da nicht geben. Ich schwank zwischen 2 und 3. Aber gut, dann machen wir 2. Das ist jetzt der halbe Stern oder was? Oder der Mittelstern. Das ist der... Zwischen 2 und 3 Sternen. Das ist der dritte von 7 Sternen. Ah, okay. Naja. Ach, da kannst du nicht mal den Namen aussprechen. Was soll das? Ja, stimmt. Da hast du den Punkt dazu. Dann hat es noch eine grüne Flasche. Ist das? Da kommt mehr Licht dran. Nee. Mit 2 Sternen hast du schon recht. Das wird ja immer schlimmer. Ja. Was? Sag's doch. Das rutscht bald auf den Stern ab. Ja, das ist einer von den Bieren. Je länger du wartest, desto weniger schmeckt das. Das hat saugut gekühlt sein. Ich muss mich korrigieren. Jetzt hast du mal 2 Sterne oder was? Ja, je länger ich jetzt hier dran trinke, desto schlimmer wird das Bier. Gut, das ist dann eher ein Bier für, naja, also 0,5er würde ich davon wahrscheinlich nicht holen. Ihr könntet ja nicht weiterkaufen wollen. Ja. Ich sag ja, ich kipp's jetzt nicht weg, trink's jetzt aus. Weil ich Respekt habe vor dem Braumeister, der das irgendwann mal 1854 da sich zu entschlossen hat, jetzt hier wie Gas. Aus lauter Respekt trinke ich das jetzt noch aus, aber ansonsten, ja, für unseren verwöhnten deutschen Gaumen. Ja. Ja, da stinken halt einige Biere ab, ne? Kann man das eigentlich vorher mal auswaschen hier? Weltbeste, wa? Ja. Ich wasch das vorher aus. Warte, was gibt's beim nächsten Mal? Ach ja. Ach komm, dann nehmen wir doch einfach mal die 2. Das sieht gut aus. Oha. Da freue ich mich schon drauf. Naja. Also, ich lese von hier Moretti Original. Also ich habe gelernt, Biere, wo Männer drauf sind, schmecken meistens scheiße. Oder Gesichter, wirklich. Aber gut, ich lasse mich gerne alles. Bis zum nächsten Video. Ja, haut rein. Bis demnächst.